Das ist Walter. Walter ist modern. Er ist nicht nur multikulturell, sondern auch multireligiös. Dass der Mensch ein religiöses Wesen ist, zeigt sich an allen Ecken und Enden dieser Erde. Zu allen Zeiten finden sich Spuren der Suche des Menschen nach Gott. Doch wer wurde und wird an all diesen Orten angebetet? Derselbe Gott? Die Vorstellungen des Übernatürlichen gehen weit auseinander. Da tröstet der heute so gern gehörte Satz nicht, dass doch alle Religionen im Grunde das Gleiche seien und dasselbe wollten. Trifft dies denn wirklich zu? Gibt es tatsächlich keine Unterschiede zwischen den Eifersuchtsdramen in der griechischen Götter-WG, den Naturgottheiten Südamerikas oder dem einen Gott und Herrn Israels? Wie ist das jüdisch-christliche Gottesbild? Gottesbild. Dieses Wort zeigt schon ein grundlegendes Problem. Können wir uns von Gott ein Bild machen? Heißt es nicht im Gegenteil, man dürfe gar kein Bild von ihm anfertigen? Bei allem, was wir über Gott sagen, dürfen wir eines nie aus den Augen verlieren. Dass Gott immer größer ist als der menschliche Verstand. Das bedeutet zwar nicht, dass wir nichts von Gott wissen oder sagen können, denn schließlich hat er sich ja offenbart, aber es ist Vorsicht geboten, wenn wir Gott in die menschliche Sprache zwängen. Schon der heilige Augustinus hat in diesem Sinn gesagt, si comprehendis, non est Deus, frei übersetzt, wenn es der begrenzte menschliche Verstand fassen kann, wenn es hier in den Kopf hineinpasst, dann kann es nicht Gott sein. Und der große Gelehrte Thomas von Aquin meint, hinsichtlich des Wesens Gottes ist es leichter zu sagen, was Gott nicht ist. Mit Zurückhaltung und Vorsicht muss der Mensch versuchen, sich dem Geheimnis zu nähern. Beginnen wir mit einer ersten, ganz wichtigen Korrektur. Bisweilen stellen sich die Menschen Gott an der Spitze der Pyramide alles Seienden vor. Ganz oben, wie im Büro, da ist der Chef. Aber Gott ist nicht ganz oben. Gott ist ganz anders. Er ist nicht eines von vielen Wesen, eines von vielen seienden Dingen. Er ist der Seiende. Alles, was ist, wird durch ihn im Sein erhalten. Er ist Quelle und Ursprung aller Dinge und damit nicht einer von vielen, auch nicht der größte von allen. Gott ist totaliter aliter, der ganz andere. Das bedeutet auch, dass Dinge, die wir über Gott sagen, entsprechend verstanden werden müssen. Wenn wir etwa mit dem Evangelisten Johannes sagen, Gott ist die Liebe, dann ist er das nicht in den Grenzen der menschlichen Liebe, sondern er übersteigt sie. Gott ist nicht ein Abbild oder eine Projektion irdischer Vollkommenheiten. Im Gegenteil, jedes wahre irdische Gut, jede irdische Vollkommenheit ist ein Widerschein, ein Spiegel der höchsten Vollkommenheit in Gott. Man kann also sagen, dass wahre irdische Liebe ein Abglanz der Liebe ist, die Gott selber ist. Damit hilft uns der Satz, Gott ist die Liebe, tatsächlich etwas über das Wesen Gottes auszusagen. Im Bewusstsein, dass Gott stets größer ist als der Abglanz, den wir hier auf Erden erkennen. Gott, der ganz andere, ist also nicht fremd. Und unser Verstehen ist dabei keine Projektion von irdischen Dingen, sondern umgekehrt, die irdischen Vollkommenheiten sind ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Gott ist anders. Das gilt auch für ein rechtes Verständnis seiner Anreden, selbst für jene, die er uns selbst gelehrt hat. Wenn wir zum Beispiel Vater unser sagen, will das nicht bedeuten, dass Gott ein Mann ist. Gott, so der Katechismus, ist reiner Geist, weder Mann noch Frau. Die Geschlechtlichkeit ist eine Kategorie, die auf der Erde eine Bedeutung hat zum Erhalt der Spezies. In Gott hingegen bedarf es dieser Dinge nicht, da er sowohl ewig wie auch einfach ist. Er vereint in sich alle Vollkommenheiten des Männlichen und Weiblichen. Warum lehrt uns Christus dann ein Vater unser? Wenn man die Gottesbilder in verschiedenen Kulturen untersucht, zeigt sich, dass Muttergottheiten und Gottheiten mit männlichen Attributen andere Vorstellungen auf sich vereinen. Muttergottheiten sind in der Regel erdverbunden, Fruchtbarkeitssymbole und weltimmanent, das heißt in der Welt verankert. Vorstellungen einer kosmischen Urmutter gehen oft einher mit einem Pantheismus, das heißt, dass die Welt, die materielle Welt und Gott verschmelzen.
Männliche Gottheiten werden im Gegensatz dazu meist transzendent, das heißt die Welt übersteigend gedacht. Dieser Blick in die Welt der Religionswissenschaft lässt vermuten, dass die Konzepte vom Männlichen und Weiblichen tief in unserer Psyche eingegraben sind. Das ist nicht verwunderlich. Der Mensch hat eine lange Entwicklung hinter sich, die ihn prägt. Unsere ganze Sprache und Kommunikation hat sich daraus entwickelt. Männliche und weibliche Artikel, der und die, ein und eine. Man spricht zu Recht von Archetypen, von in uns tief verwurzelten Urbildern. Und genau darum lassen sie sich nicht einfach per politischer Verordnung umschreiben. Wenn wir, wie Christus es uns lehrt, Gott nun als Vater bezeichnen, dann wie gesagt nicht, weil Gott männlich ist oder weil Gott nicht genauso gut unsere Mutter wäre, sondern weil uns dieses Konzept besser hilft zu verstehen, dass Gott diese Welt transzendiert, sie übersteigt, von dieser Welt verschieden ist. Daher lassen sich männliche und weibliche Bezeichnungen für Gott auch nicht beliebig austauschen, ohne dass sie das Gottesbild nachhaltig verändern würden. Wir müssen uns also bewusst sein, dass keine Anrede Gottes die Wirklichkeit ausschöpft oder gleichsam einfängt. Aber gleichzeitig sind diese Bezeichnungen nicht beliebig. Gott ist anders. Vorsicht also beim Zeichnen von Gottesbildern. Welche Eigenschaften lassen sich von ihm dennoch aussagen? Ewigkeit. Gott ist ohne Anfang, er ist ewig. Ewigkeit ist dabei nicht einfach eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Ewigkeit ist überhaupt keine Zeit. Es gibt in der Ewigkeit keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil es keine Abfolge von Momenten gibt. In der Ewigkeit ist alles Gegenwart, ist alles im Jetzt. Gott ist ewig. Für ihn ist alles Gegenwart. Unveränderlichkeit. Gott ist, so haben wir gesagt, außerhalb der Zeit in dem, was wir Ewigkeit genannt haben. Da es in der Ewigkeit keine Abfolge von Dingen geben kann, kein Vorher oder Nachher, gibt es auch keine Änderung in Gott. Auch hat Gott keine Teile, die sich verändern könnten. Er ist nicht komplex, sondern simplex. Gott ist unveränderlich. Allgegenwart. Von Ewigkeit her ist Gott unbegrenzt. Bezogen auf die Schöpfung spricht man hier von der Allgegenwart. Gott ist als erste Ursache aller Dinge, auch in ihnen, gegenwärtig, indem er alles erkennt, alles seiner Macht unterworfen ist und er alles zu jeder Zeit im Sein erhält. Auf diese Weise ist Gott in den Geschöpfen auch innerlicher, als sie sich selbst sind. Gott ist allgegenwärtig. Allwissend. Gott ist allwissend. Zum einen kennt er vom Standpunkt der Ewigkeit her alles Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige. Zum anderen ist Gott die Wahrheit selbst. Gott also weiß alles. Allmächtig. Es gibt nichts, was Gott nicht vermag, sofern es ein reales Sein beschreibt. Dieser Zusatz reales Sein ist wichtig. Es gibt nämlich halb ernst gemeinte Sätze, die manchmal als Antigottesbeweis herumgeistern. Kann Gott einen Stein schaffen, der schwerer ist, als er ihn tragen kann? Man könnte nachsetzen, kann Gott einen quadratischen Kreis machen oder kann er aufhören zu existieren? Kann er all diese Dinge nicht, dann ist er doch nicht allmächtig. In diesem Sinn gäbe es noch eine ganze Reihe von Dingen, die Gott nicht kann. Aber der Fehler dieser Einwände gegen die Allmacht Gottes liegt in der Annahme von etwas Absurdem. Quadratischer Kreis kann man zwar sagen, quadratischer Kreis, aber nicht denken. Es sind zwei sich ausschließende Definitionen, die man zwar in Worten miteinander kombinieren und verbinden kann, die aber keine mögliche Wirklichkeit beschreiben. Aneinandergereiht machen diese Wortkombinationen nicht mehr Sinn als Karl Valentins berühmtes Wirdelbrümpft. Wirdelbrümpft ist eine willkürliche Aneinanderreihung von Buchstaben, hinter denen kein Konzept, keine Wirklichkeit steht. Man kann das zwar sagen, aber nicht denken. Dinge dieser Art sind für Gott, den Seienden, unmöglich, weil sie schlicht ein Sein ausschließen. Gleiches passiert, wenn man Gottes Allmacht durch ein Unvermögen, zum Beispiel einen Mangel, ausschließen will. Gott ist nur allmächtig, wenn er aufhören kann zu existieren. Aber das Fehlen von etwas, ein Mangel, konstituiert keine Macht, sondern Ohnmacht. Licht kann nicht dunkel sein,
denn Dunkelheit ist schlicht ein Fehlen, ein Mangel an Licht, also nicht etwas Seiendes. Wenn Gott aufhören könnte, Gott zu sein, wäre dies kein Beweis seiner Allmacht, sondern das Gegenteil. Und damit landen wir wieder bei zwei sich ausschließenden Definitionen und einem ungültigen Schluss. Gott ist allmächtig und als Quelle des Seins vermag er alles, was zu sein vermag. Es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die wir von Gott in Bezug auf die Schöpfung oder uns Menschen aussagen. Dazu gehören folgende: Heiligkeit. Die Heiligkeit Gottes beschreibt die Erhabenheit und Vollkommenheit seines Wesens. Majestät. Wenn der Mensch seine eigene Unvollkommenheit betrachtet, erscheint ihm die Majestät Gottes. Sie ruft Ehrfurcht und Bewunderung hervor. Weisheit und Güte. Weisheit und Güte sind Eigenschaften, die wir von Gott aussagen, weil sich die Dinge in der Welt gut zusammenfügen. Unterstützt durch ihn gelangt alles auch zu seiner Erfüllung. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes teilt den Menschen zu, wie es ihnen entspricht. Sie ist zugleich Barmherzigkeit, weil Gott sich zum Menschen herabbeugt, um seine Schwachheit und Bedürftigkeit zu stützen. Treue. Gott ist treu, da er wissend um jede freie Handlung seiner Geschöpfe seinen Plan dennoch zur Vollendung bringen kann und wird. Manche dieser Wesenseigenschaften klingen vielleicht für den einen oder anderen philosophisch abstrakt. Entsprechen sie wirklich dem christlichen Gottesbild, wie es die Heilige Schrift vermittelt? Wird dort nicht Gott beschrieben, wie er durch das Paradies wandert und Adam sucht? Ändert er nicht oftmals seinen Willen gegenüber dem Gottesvolk? Diskutiert nicht Abraham mit Gott, als es um die Gerechten in Sodom geht? Wir sagen, Gott ist unveränderlich, doch kennt die Bibel nicht viele Stellen, wo Gott einmal vergelt, den zornig, dann wieder barmherzig erscheint? Wie soll man das verstehen? Recht betrachtet gibt es die Veränderung nicht in Gott, sondern in uns und in der Beziehung, in welcher wir zu Gott stehen. In einem Beispiel. Die Schwerkraft ist immer die gleiche. Sie hält diesen Gartenzwerg auf dem Sockel. Wenn nun der Zwerg seine Position verändert und nach vorne kippt, ist es die gleiche Schwerkraft, welche die Figur in 1000 Stücke zerspringen lässt. Ähnlich verhält es sich nun mit der menschlichen Seele. Gott selbst verändert sich nicht, aber das Verhältnis, in dem wir zu ihm stehen, kann sich ändern. Mit allen Konsequenzen und darin, wie wir das Wirken Gottes in unserem eigenen Leben erfahren. Mit diesen vielleicht gelegentlich komplizierten Ausführungen haben wir uns der Erkenntnis Gottes genähert. Wenn wir es richtig gemacht haben, dann meinen wir jetzt nicht, Gott zu verstehen, sondern vielmehr haben wir ein gereinigtes Verständnis von ihm. Vor allem wissen wir, wie Gott nicht ist. Manche der Eigenschaften, die wir betrachtet haben, führen schon durch ihren Namen in diese Richtung. Unveränderlich oder unendlich. Diese beschreiben ja nicht etwas Fassbares, denn wir kennen nur Dinge, die sich verändern. Wir kennen nur endliche Dinge. Durch die Vorsilbe un drücken sie aus, dass es hier eben nicht so ist. Gott ist nicht so wie die Dinge, die wir kennen, veränderlich. Er ist nicht so wie die Dinge, die wir kennen, endlich. Und damit haben wir in diesen Begriffen also nicht das Wesen Gottes umfänglich verstanden, sondern das, was er nicht ist. Damit bleibt das Geheimnis Gottes intakt. Wir vermeiden, auch in Worten, ein Abbild Gottes zu machen, welches durch unseren Verstand begrenzt wäre. Gott ist also größer als unser Verstand. Und doch sind viele der philosophischen Eigenschaften durchaus mit der Vernunft allein erkennbar. Die Einheit, die Ewigkeit, die Allgegenwärtigkeit zum Beispiel, sie alle kennzeichnen auch den Gott der Philosophen, also jenen Gottesbegriff, den etwa die griechischen Denker schon in den Jahrhunderten vor Jesus herausgestellt haben. Allen voran Aristoteles. Erst durch die Offenbarung Gottes wird das Bild schärfer. Und mit Jesus finden wir auch ein Geheimnis angedeutet, das den Verstand wahrlich übersteigt. Gott in seiner Natur eins und einzig ist eine Gemeinschaft von göttlichen Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ein Gott in drei Personen, die heilige Dreifaltigkeit. Das klingt kompliziert und das ist es auch, mindestens für uns. Wie die Rechnung 1 plus 1 plus 1 aufgehen soll, das untersuchen wir in der nächsten Folge.